Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Let's Play Tomb Raider. Ja, wir sind wieder am Start. In der Leitung ist auch übrigens wieder euer Maurice. Hi Maurice. Servus, Leute. Und spielen tut mit euch wieder euer Chris. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Wir sind hier wieder an der Wolf-Szene. Ich habe die gestern ein bisschen nicht gerafft. Jetzt weiß ich, glaube ich, wie es geht. Ich hoffe, dass ich es jetzt auch hinbekomme. Da kommt der erste Wolf. Das sind ja, glaube ich, insgesamt 4 Stück. Ja, ich habe gestern die eine Taste immer losgelassen. So kam es dann. Sehr bedrückend für die Szene, finde ich. Findest du den Bogen eigentlich in Tomb Raider 9? Ich finde den ja echt cool. Ja, Bogen ist ja überall, aber hier ist er echt cool. Hier hat er auch mal seinen Zweck, anders wie bei Crysis zum Beispiel. Ich finde, da muss man jetzt nicht unbedingt einen Bogen haben. Was waren das jetzt alle? Kleine Zwischenfrequenz oder was? Ah, sie hängt in der Falle, okay. Jetzt Zwischenfrequenz. Ah, Lara ist gefunden. Mal schauen. Lass los. Ach, da sind sie ja. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass einer mit einer Pistole eine Bärenfalle entschärft. Bin ich furcht. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wurde, waren sie weg. Boah, sie ist geil, der Bogen, ey. Richtig cool. Wir müssen sie finden. Warte, warte, was ist mit Ralph? Power. Okay, Maurice. Der Maurice spielt übrigens auch gerade. Deswegen die kleinen Geräusche. Nein, ich mach's. Ich bin ein bisschen weiter, aber so weit bin ich auch nicht. So viel weiter bin ich auch noch nicht. Ich habe jetzt vielleicht 15% vom Spiel schon durch. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Aber nicht spoilern hier, Maurice, ne? Nö. Gut, da wird nichts verraten. Muss mich noch mal kurz. Ja, ihr könnt übrigens mal in die Comments schreiben, wie euch unser Sound jetzt gefällt. Ich hoffe, es ist jetzt gleich laut. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. So, Gegner habe ich erledigt hier. Perfekt. So, da sind wir wieder am Lagerfeuer. Gut, schauen wir mal. Ja. Nicht so schlimm. Was haben wir denn hier? Das soll ich wahrscheinlich wieder anzünden. Wie kriege ich denn jetzt einen Fackel? Ach, da, oder? Die Fackeln kriegst du eigentlich überall, wo es brennt. Fass. Egal, wo es ist. Oder so eine Laterne kann man sie über die Fackel machen. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht, weil wir auch das letzte Mal entdeckt. Ach, da. Ach so, und dann nimmt die auch direkt. Ah, verstehe. Ja. So. Bringt uns das? Was haben wir jetzt gefunden hier? Kopfschuss. So, sollen wir jetzt hier warten, oder wie ist das? Ruft nicht der eine Typ nach euch? Ach ne, da hinten ist irgendwo ein Symbol. Ein Tor ist hier. Hey. Och shit. Rein hier. Kommt hier so eine schöne schon Quickest. Wieder, ey. Ich hasse diese Quick. Ja. Das war auch ein neues. Kommen ganz viele, da muss man sich echt drauf einstellen. Kommen ganz viele noch. Ja, ich komme da nicht so schnell rüber. Das ist so Banane. Das klingt gar nicht gut. Ich komme da nie so schnell rüber, ey. Ich auch nicht. Also beim ersten Mal geht es meistens schief. Ist alles so. Und der kann gar nicht so schnell reagieren. Plötzlich den Knopf, und man sieht es auch.
echt schlecht immer, finde ich, welchen Knopf man drücken muss. Einiges ja, ich vergesse immer, ich schaffe das immer nicht so ganz hier, die eine Taste gedrückt zu lassen. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Aber das wird. Wie viele Wölfe sind hier jetzt? Nur zwei. Auf Mama. Oh, das hätten wir auch geschafft. So, ich soll das da durchschmeißen. Ach so, ist gemeint. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht schon wieder hier solche Viecher kommen. So. Kleine Zwischenfrequenz. Ich hab das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Ja, die Ähnlichkeit zu Uncharted, das ist natürlich hier auch festzustellen, wo. Zusammen. Scheiße. Ja, das hat ein bisschen Ähnlichkeit, finde ich auch. Vor allem auch gestern der Multiplayer, das sind sehr viele. Ja, wie auch im Uncharted Multiplayer. Aber man sieht auch so viele Szenen, also so ein bisschen schon mit den Tieren, finde ich so zu Assassin's Creed eine Ähnlichkeit. Der Bogen haben wir ja auch. Ja, Bogen haben wir ja im Moment in jedem Spiel eigentlich. Mittlerweile schon, das stimmt. Ich brauche was Stabileres. Hat jetzt jedes Spiel umgesetzt. So. Hier muss ich doch irgendwas finden. Ach, da sind Kisten vielleicht. Oh, ne. Ach so. Ach so, eine stabile Axtbombe. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. So, jetzt müssen wir hier noch ein paar Truhen finden. Wo sind hier noch welche? Feuer, ich brauche Feuer. Ach, da ist auch noch ein. Haut ab! Oh, das gibt's doch nicht. Geh doch mal tot. Ah, geh doch. Mann, die Wölfe, die nerven aber. Aber ist halt Tomb Raider, ne? Ja, da ist ein bisschen Action so angesagt. Zwischendrin. Nur noch ein bisschen mehr. So. Das mit diesem, mit dieser Q-Taste finde ich echt eigentlich geil. Du musst so gucken kann, wo ist was. So, das müsste reichen. Immer. So, jetzt wieder zurück. Muss ich die Axt irgendwie bauen? Ja, die Wölfe hier. Ja, wenn man es einmal raus hat mit dem Bogen. Oh, wir sind immer noch halb am Verbluten. So, jetzt sollte ich doch. Wie kann ich denn jetzt die Axt herstellen? Wie kann ich die Axt... Du musst erst ein bisschen was einsammeln. Ja, das habe ich. Die hat gesagt, das reicht.
Also ich hab genug. Und da liegt irgendwo, da musst du in Lagerplatz musst du reingehen und da kannst du es verbessern. Du musst wieder zum Lagerplatz, dann kannst du. Ah, ich muss wieder zum Lagerplatz rennen. Weil da kannst du die Waffen und so weiter verbessern und aufmotzen. Sozusagen. Ach, ich muss da immer wieder hin zurück. Oder da ändert musst du sich. Da immer hin, weil da. Nee, du baust es, da musst du es halt zusammenbauen im Endeffekt. Das ist halt am Anfang bei den Waffen so. Da kannst du immer was verbessern. Updates, zum Beispiel besserer Lauf. Also du kannst so Verbesserungen dann machen und das ist eben da auch der Fall. Scheiß Wölfe hier. Ist denn jetzt überhaupt mein Lager? Ich muss aber doch. Da oben. Muss ich echt immer wieder ganz zurück zum Lager. Es ist ja nicht immer, das ist jetzt einmal, weil du da was verbessern musst oder erledigen musst. Also ich weiß, dass es so war, weil ich konnte vorher nichts machen. Okay, dann machen wir das auch mal. Weil ich weiß, dass da vorne noch so eine andere Kiste liegt und die musst du öffnen, aber das geht ja nicht, weil es es nicht schafft mit dieser Axt. Wo ist denn unser Lager? Ich finde da nicht mehr. Muss ich ganz zurück durch dieses Portal? Das heißt ja, du Portal. Musst drücken und dann zu diesem muss ich hier Portal. Eine Treppe hoch? Ja, das ist durchaus möglich. Da musst du ein wenig hoch und ein wenig hinten rum und dann ist man da an so einem Lagerplatz. Ah, hoffentlich finde ich das mal bald hier. Wirklich einfach cool, dann müsste es dir eigentlich anzeigen, in welche Richtung das ist. Ne, mein Lager zeigt dir mir aber nicht. Ich find's nicht mehr. Scheiße. Der zeigt mir hier nur an, wo das Ziel ist. So, hier über die Brücke bin ich doch eben gegangen. Da muss ich doch bestimmt. Na klasse. Na. Ups. So, da bin ich eben hergelaufen, um da hinzukommen. Da müsste doch hier nochmal mein Lager sein. Normal schon. Es sind ja immer wieder Lager da. Es ist jetzt so, tauchen immer wieder mal auf. Muss man erstmal sich orientieren, wo es ist. Ja, das ist. Gerade meine. Kleine Schwierigkeit. Ich finde es nämlich nicht. Wer ist hier da über die Brücke gekommen? Na, hier ist das doch bestimmt nie im Leben. Ne, das ist ein Grab. Ich finde das nicht, Maurice. Was mache ich denn das jetzt? Das geht jetzt nicht. Was war das denn? Ja, da ist der Da, oder? Ne. Ist schon wieder irgendwo ein Wolf. Geht doch bestimmt auch irgendwie hier oben. Da muss doch auch irgendwie ein Lagerplatz sein. Kann man das nicht hier an dem Feuer machen? Ich weiß nicht, muss man probieren. Es gibt ja mehrere Lagerplätze. Überall, wo es auf Feuer ist, kann man dann eigentlich dann diesen Modus reinwechseln. Muss Moment, wir suchen gerade nochmal. Vielleicht bin ich aber nur zu blöd dafür. Was haben wir das noch? Also hier bin ich durchgegangen. Da über die Brücke bin ich gegangen. Ja, super. Ja, toll. Mehr kannst du. Da. Mann. Oh, Entschuldigung. Kleinen Dreher hier.
So, und weiter geht's. Wo ist das denn? Ich finde das nicht. So, über die Brücke bin ich doch auch gegangen, oder nicht? Bin ich darüber gegangen? Du musst irgendwo hinten raufgehen. Ist das so ein Berg, glaube ich, hinuntergekommen? Ach, da ist die hoch. Ja, jetzt habe ich's, Leute. Da ist es, oder? Da ist es. Ich hab's. Yeah! So, und wie muss ich das jetzt verstärken? Ausrüstung wahrscheinlich. Ausrüstung. Und die. Und dann draufdrücken oder was? Verstärken. Ist die jetzt verstärkt? Wahrscheinlich, oder? Wenn du es ausgewählt hast, dann zahlst du irgendwelche bestimmten Punkte dafür. Verstärken, so dass ich. Ja, dann war es das auch schon wieder von einer weiteren Ausgabe Let's Play Tomb Raider. Ja, ihr, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Chris und euer Maurice. Macht's gut.